Die letzten zwei Jahre sind für viele, viele Menschen eine ganz hohe Belastung gewesen. Ich kenne kaum Menschen, die nicht unter der Situation gelitten haben, wie wir sie ja eigentlich immer noch haben. Besonders Kinder. Als ein Beispiel, wenn ein Kind nur die Hälfte des Gesichtes sieht, dann ist dies eine starke psychologische Belastung. Wenn Menschen ihre Häuser nicht verlassen dürfen, dann ist dies eine starke psychologische Belastung. Wenn ich meine Freunde nicht mehr treffen darf oder durfte in der Vergangenheit, oder wenn ich erleben muss, wie Menschen gespalten werden, wie Gesellschaft gespalten wird, wie Familie gespalten wird und sich auch spalten lässt, dann ist das eine sehr hohe psychische Belastung. Wir wissen heute über Psychoneuroimmunologie, dass eine solche immense psychische Belastung auch zu einer Schwächung des Immunsystems führt.